Moin, moin, Dienstreise KW30. Diesmal war ich ein bisschen wenig mal wieder unterwegs, aber das Wetter hat auch nicht so mitgespielt. Ja, diesmal war ich ein bisschen wieder im Sauerlandkreis, aber auch im Mäkischen Kreis klein wenig unterwegs, um ein paar schöne Punkte zu zeigen. Jo, ich würde sagen, viel Spaß dabei. Liked, teilt, kommentiert das Video und vergesst nicht zu abonnieren. Wenn das Video euch gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Moin Leute, Viel ich bin hier heute bei einem Kleinfurt Autohaus, beim Ford Autohaus Ortmüller GmbH. Ja, und jetzt stehen zwei richtig schöne Schätze. Ein Taunus 15M und eine Badewanne. Die schöne Badewanne, das Kölner Krönchen. Ich gehe mal davon aus, die beiden werden, na, vielleicht auch nicht, die stehen mehr zu fahren. Zumindest der hier. Der andere schwenken wir jetzt mal rüber. Der 15M, seltener gesehen auf den Treffen, trotzdem immer wieder schön. Das ist also 15M XL sogar. Das heißt aber noch seltener als XL. Und nicht jeden Tag mehr. Hammer, oder? Ja, weiter geht's. Im Dampfbereich, Dampfmaschinentechnik. Nochmal hingeholt. Herr von Lenz aus Mannheim. Die Dampflok, die wir ZE1. So Leute, ich bin gerade auf dem Weg zum Schloss Höllinghofen. Ein bisschen versteckt. Mit dem Auto sollte man sich auch eine Auswahlmöglichkeit suchen, woanders zu parken, weil es zum Teil Privatgelände ist. Also nicht einfach drauf fahren, wenn man nichts gebucht hat. Ich habe mir jetzt einen Parkplatz gesucht und man sieht, ich gehe jetzt hier durch eine Eingangspforte. Die steht mitten im Wald im Naturschutzgebiet. Tolle Sache, dann wollen wir doch mal gucken, wie das Schloss ist. Das soll nämlich ein Wasserschloss sein, so wie ich das gesehen habe. Naja, Wasserschlösser hin und her werden wir ja sehen. Los geht's. So, angekommen am Schloss. Man sieht von hier aus nicht viel. Man kann auch nicht rein, nur bis 16 Uhr, habe ich leider nicht mehr geschafft. Aber ich gucke mich mal einfach um, es gibt ja noch ein paar Wege. Ja, hier sieht man zum Beispiel zwei Eingänge in das Schloss, einen alten und einen neuen. Naja, ich sehe gerade, sehr viele Wege gibt es hier nicht, sehr viel zeigen kann ich euch nicht. Also ab zur nächsten Location. Ich bin immer noch hier, bin auf einer alten Brücke und ey, jetzt erinnert euch das irgendwie nicht an Filme, ey. Absolut cool. Gucken wir doch mal, doch, ob es weitergeht. So, eine kleine alte Hütte hier und wir nähern uns wieder dem Umgebung zum Schloss. Ich weiß aber echt nicht, ob ich hier mehr auf Privatgelände oder Naturschutzgebiet bin. Weil das ist nicht ausgeschildert, muss ich euch ehrlich sagen. Das ist heftig. Aber mal von einer anderen Perspektive. Echt schön.
Ja, nochmal so ein kleiner Ausblick von der anderen Seite. Dann haben wir auch fast rum. So, hier nochmal die letzte Ansicht vom Schloss. Hier vor ist ja ein Wassergraben, wie ihr seht. Naja, hier weiter nach oben zu kriechen, ist nicht möglich. Aber man sieht was. Man sollte sich also nicht entgehen lassen. Guckt es euch gerne mal an. So Leute, ich bin jetzt am Schloss Freier von Fürstenberg. Beim Schloss Herdring. Ja, man sieht leider nur eine kleine Ecke, ist das zu. Aber ihr hört es gerade. Und ihr werdet es mir nicht glauben, hier sind jede Menge Rehe. Kleine wie große. Total schön. Die ganze Wiese ist gefüllt. Nur mal so. Oh, wenn man jetzt hinguckt, sieht man auch eins, zwei Ecken vom Schloss. Ja, wir gucken mal rum, was wir noch sehen. Ich gucke voll gerade in die Sonne. Ich sehe so gut wie gar nichts. So, nochmal 10-mal bessere Aussicht aufs Schloss, aber auch auf die Rudelherde. Und da geht's noch weiter. Total schön hier am Schloss. Ich kann zwar nicht mehr rein, aber ich kann zumindest viel sehen. Und das ist das, wenn ich euch gerne was zeige. Ich zoome mal ein bisschen zoomen. Also ich kenne kaum Schlösser, wo ihr das habt. Kennt ihr welche? Hier haben wir die mal beim Jahren. Und ihr hört ja das kleine auch brüllen. Ist schon schön. So nah. Aber auch die wollen ihre Ruhe haben. Da sind die kleinen. Sieht man auch nicht jeden Tag, außer man geht ins Zoo. Und hier braucht man einfach nur hinfahren. Echt schön. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Ich hätte gerne mehr gezeigt. Oh, hier, guck mal, den Dunkel. Der ist ja dunkel. Jo, du holst die ganze Zeit. Ja. Der andersfarbige. Voll schön. Naja, ich mache einen Abbruch. Cut. So, ich fahre hier jetzt gerade an dem einen Schlossteil lang, wo wir so ein bisschen was sehen konnten. Oh, die Tür ist dick und so. Ist schon ein schönes Gemäuer, das Ding hier. Naja. Ein bisschen was seht ihr ja, leider nicht viel. Aber wegen der Fahrt filme ich halt auch nicht mehr wie nötig. Jo, das war's jetzt eigentlich von mir. So, letzte Handwäsche mit dem Auto, bevor es in die Waschanlage geht und zur Abgabe. Obwohl ich schon zeitlich komplett überzogen habe. Naja, sehen wir ja noch weiter. So, liebe Leute, letzte Fahrt. Jetzt geht's in die Wäsche mit dem Auto. Abgabe heißt es gleich. Da werde ich mal den Kilometerstand noch durchsagen. Ich sage, ich habe etwas um die 4000 Kilometer gefahren mit dem Baby. Und dann mal schauen. Ab geht's in die Wäsche.